bald sterben. Wie gehst du damit um? Hast du Angst vor dem Tod? Nein, eben gar nicht. Muss ich wirklich sagen, kann ich jedem bezeugen, ich freue mich, weil ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und darum freue ich mich jetzt auch, dass ich zu ihm darf. Die letzte Wegstrecke, ich gehe nicht mehr zurück. Auch nicht, wenn mir jemand sagt, du bist jetzt Millionär und hast fünf Wolkenkratzer oder sonst. Nein, nein, nein. Auch gesund nicht. Nein, nein. Danke, danke. Ich bin jetzt auf dem letzten Weg und da weiß ich, in seiner Herrlichkeit ist schön, diese Erde kriegt den Körper, der ist so und so schon halb verfault und der wird es dann auch noch vollends tun. Und ich wünsche jedem Menschen, dass er diesen Jesus Christus kennenlernt. Von ganzem Herzen. Habe ich mir von meiner Mutter eine Bibel gewünscht. Und die habe ich dann so innerhalb eineinhalb, 2 Jahre so von vorne bis hinten wie ein Buch ausgelesen. Und da habe ich dann auch freies Beten mit Gott gemacht, das habe ich immer schon. Und das durfte ich auch verstehen, so mit 12, 13 Jahren. Jesus Christus ist für meine Sünden am Kreuz gestorben, hat sein Blut, sein Leben gegeben. So. Aber die zweite Sache, das hat noch gefehlt, da haben wir 40 Jahre inzwischen gestanden, bis eben ich ihm mein Leben übergeben habe, weil ich es eben nicht gewusst habe. Wer hätte mir das gesagt? Und irgendwie waren die Ohren verschlossen. Mit der Bibel lesen, ja, wenig verstanden, sagen wir mal so, wenig verstanden. Aber das habe ich verstanden, dass Jesus so herrlich, so rein ist und bei mir fehlt es. Versteht ihr? Also da klafft ein Loch. Gut, dann bin ich aber auch viel in Sünde gefallen, also schlimm, muss man sagen. Mit, ja, irgendwann mal Ehebruch, das ist schlimm genug. Und ja, stehlen, das war mir nicht so, von der Arbeit mal was mitnehmen und das, was ich brauchen kann. Betrügen, Versicherung oder so, ja, ein bisschen so. Mit der Bibel in die Hand genommen, mit 40, 45, habe viel eben drin gelesen und vor allem hat es mich berührt, ich habe viel geweint. Ja gut, dann kam das eben, dass meine Frau mich da irgendwann rausgeschmissen hat zu Hause von dem gemeinsamen Haus, das ich gebaut habe. Und da hat sie auch recht gehabt. Und einen kleinen Flyer in der Fußgängerzone. Vortrag, Werner Gibb, sagt mir nichts. Am Montag war das, 13. Juni 99, weiß ich noch ganz genau am Abend. Und da hat Gott meine Ohren aufgemacht. Gott will eine Lebensübergabe, dass er wirklich Chef in unserem Leben sein darf. Und Herr, und das habe ich unter Tränen und mit Freude gemacht. Das habe ich dann mein ganzes Leben gesucht, habe ich gedacht. Wirklich, es ist wirklich, also wenn der lebendige Schöpfer Mensch wird und uns alles vergibt, also ich kann es nicht verstehen, das kann kein Mensch verstehen, dass jemand so eine Liebe zu uns Menschen hat. Und jeden Einzelnen, nicht den Besonderen, irgendeinen Präsidenten und das und das. Und ich darf jeden Tag und jede Stunde zu ihm kommen und mit ihm reden.